Hallo Leute, hier befinden wir uns an dem Gebäude des Lucha Canaria Sportvereins. Die Farben der Tür in den Farben der Kanaren gestrichen, nämlich gelb und blau. Diese Sportart, was ein kanarischer Ringkampf ist, hat auf den Kanaren eine lange Geschichte. Ich persönlich kenne viele ehemalige Lucha Canaria Kämpfer und alle sind übergewichtig und haben Zuckerkrankheit. Ja, es hat sich aber viel geändert in den Gesetzen der Kanarischen Inseln, nämlich heute dürfen die Kinder nicht mehr übergewichtig sein, wenn sie an dieser Sportart teilnehmen möchten, um Krankheiten zu vermeiden. Das war früher leider nicht so, sondern die Eltern fütterten ihre Kinder regelrecht dick, um ihre Kinder in diesen Sportvereinen erfolgreich anmelden zu können. Ich habe auch mal einen Blick in die Arena werfen können, konnte doch leider nicht filmen, denn es waren kleine Kinder am Trainieren und sowas macht man ja nicht. Ja, in der Arena selbst befindet sich ein rundes Sandbecken und dort catchen oder ringen die Kleinen und die Großen. Und das ist ganz beliebt auf den Kanarischen Inseln. Alles Gute, adios.